Schönen guten Abend, liebe Leute. Endlich wieder Game Inc. Nach so viel Zeit vieles passiert. Ich bin mittlerweile, wie ihr seht, nicht mit meinen eigenen vier Wänden, beziehungsweise doch schon, aber nicht mehr in Offenburg, jetzt in Hamburg. Und wir spielen Until Dawn als Preview-Fassung mit einem guten Kaltgetränk an meiner Seite werde ich mich jetzt in dieses Abenteuer stürzen. Und werde jetzt auch gleich mal die Aufnahme starten in 3, 2, 1, go! Wunderbar. Zieh mir die Kopfhörer schon mal auf, damit ich auch den passenden Sound habe. Und Until Dawn ist ein Horrorspiel, von dem ich noch so ziemlich nichts weiß. Ich weiß nicht, wie es sich spielt. Gar nichts. Until Dawn werden wir auch in zwei Fassungen haben, auf diesem Kanal hoffentlich. Zum einen diese, wo ich komplett unvorbereitet rangehe und dann noch mit dem lieben Dominik, hoffe ich, hoffentlich verspreche ich euch da nicht zu viel, euch paar wenigen, der das Spiel sich schon ein bisschen angeguckt hat und ich werde ja dann auch wissen. Ton habe ich schon mal, ich hoffe, er ist nicht zu laut. Wenn, dann muss ich die Fernbedienung suchen und den leiser stellen. Aber wir hoffen einfach mal das Beste. Also willkommen zu Until Dawn. Gut. Sound habe ich. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wegen dem Ton hier, dass ich den kontrolliere. Und dann habe ich auch die Zeit. Und wir sagen, oh, das sieht aber schon geil aus. Neues Spiel. Ist eigentlich viel zu hell hier alles. Der Schmetterlingseffekt. Öffnen wir in dieser Zeit auch schon mal das Bier. Richtig gut. Und wir werden sehen, was uns dieses Spiel bringen wird. Es kommen jetzt echt viele geile Sachen raus. Für die Leute, die dieses Video sehen, ist wahrscheinlich nur interessant, lohnt es sich denn für die? Ich habe keine Ahnung, wie lange ich das spielen werde, solange ich Bock habe und solange ich wach bin, weil es ist schon echt spät. Ich habe heute schon 5 Stunden in der Regie gesessen, denn ich mache ja Praktikum bei Rocket Beans Entertainment in der Grafik. So viel kann ich verraten. Und heute ist der 28. zum Aufnahmezeitpunkt und heute war das große Sommerfest, welches sehr geil war. Sehr schöne Kommentare. Und da saß ich das erste Mal in der Grafik. In der Live-Regie. Aber jetzt Until Dawn! Okay. Classy. Oh mein Gott, echt unfassbar, dass du das wirklich getan hast. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon, sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verkleidet? Anna hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder... Wir brauchen ganz, keine ganzen Namen. Wir sind cool und sagen nur den ersten Buchstaben. Sagt, das ist unsere Protagonistin. Wer so oft mit Closes eingeführt wird. Hannah! Hä? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz. Ach, die Grafik schwankt so. Das ist so ein ganz neuer Look. Habe ich bis jetzt so noch nicht gesehen. Hey, hast du das gesehen? Es sieht super aus, aber auch ein bisschen steril. Josh.
Oh, wir spielen. Können wir zu dem gehen? Zu dem können wir gehen. Okay, aber die Bewegungen sind schon geil. Licht und Schatten. Hammer. Okay, sie guckt sich auch um. Ah, das gefällt mir aber. Es gibt zwei Steuerungsmöglichkeiten. Habt ihr bestimmt am Anfang schon gesehen. Ich könnte auch mit so Neigen das machen. Okay. Türe kann ich benutzen. Nein. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Beth. Okay. Eigenschaften. Sie ist ehrlich, hilfsbereit, witzig, nicht so tapfer, romantisch, auch nicht so wahnsinnig neugierig. Beziehungsstatus. Hannah, ist sie sehr gut. Josh, ist sie sehr gut. Okay, die Zwillinge. Mhm. Schmetterlingseffekt. Geht nichts an. Okay. Too much information. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Okay. Achso. Heavy Rain lässt grüßen. Ist es von den gleichen machen? Könnte sein, ne? Kommen wir hier raus? Oh, wir haben was getriggert. Hannah. Du siehst in dem Shirt so heiß aus, aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Okay. Oh mein Gott, was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? I don't know. Ich hab eine Nachricht bekommen. Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. You know that. Oh, yeah, yeah. Okay. Miss, ich habe gar kein Schamgefühl. Sieht das Shirt aus? Was? Oh mein Gott! Matt! Was wollt ihr denn hier? Hannah! Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Oh, Mann! Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah! Okay. Was kann ich da machen? Josh! Josh! Fuck! Leute, da draußen ist jemand. Was zum... Ich weiß nicht, ob das mit Bewegungssteuerung Hannah! Vielleicht doch geiler ist. Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut. Vielleicht stelle ich das gleich um. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Wo hat sie die Jacke her? Moment! Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Nein. Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Ach ja. Oh shit. Der jetzt zum richtigen. Okay, war nicht so schwer. Sicher. Okay, Leute. Ich stelle das doch mal auf Bewegung, wenn das geht. Kann ich nicht einstellen? Gut, dann nicht. Man wird schön herangeführt, das gefällt mir schon ganz gut. Okay, links oder rechts?
Fußspuren folgen, Geräusch folgen. Fußspuren folgen. Das weckt menschliche. Oh. Moment. Kann ich doppelt zurückblättern? Okay. Scheiße! Fuck! Shit! Wenn ich die Möglichkeit habe, ich möchte zurückgehen. Verdammt, Hannah! Wo steckst du? Ich die Möglichkeit nicht habe. Ja, es ist immer richtig. Genau, die Klippe runter. Wir brechen uns eh was. Und sehr warm wirkt es auch nicht. Benutze das Touchpad wie dargestellt. Okay, das ist cool. Ja. Status-Update. Okay, wir können wieder. Okay. Aber das funktioniert nicht so geil. Okay, ich sollte vielleicht nicht einfach nur to show rumsuchen. Oh. Okay. L1. Hallo? Hallo? Ich versuche das jetzt einfach so zu machen, wie... Oh. Wie persönlich ich das auch machen wollen würde. Die Steuerung muss ich natürlich noch ein bisschen reinkommen. Aha, eine Holz-Lego-Figur. Ich bin hier raus. Lass uns wieder zurück ins Haus gehen. Ich behaupte fast. Na, weißt Bescheid. Wir sind hier nicht richtig. Aber da wir keine Wahl haben, können wir... Ich versuch's einfach. Können wir zurückgehen? Ja, komm. Nee. Wir wissen alle, worauf es hinausläuft. Aber etwas möchte ich jetzt doch versuchen. Ich will einfach möglichst viele Fußspuren produzieren. Die scheinen aber echt zu bleiben. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Okay, da leuchtet. Hier sind keine Fußspuren mehr. Aber ich muss sagen, das Licht von diesem... Boah, Smartphone ist echt gut. Jetzt, da möchte ich gar nicht hinleuchten. Da steht doch einer. Okay, der Predator greift an. Okay, jetzt Konzentration. Ja, das war's. Liegen lassen, liegen lassen. Das war das Handy. 800 Euro sind gerade die Ritze runtergeflogen. Okay, wenn wir sie fallen lassen, wird das was auf der Tote. Festhalten! Festhalten! Okay, Psycho am Start. I tried. Okay, heftig. Wenn ich jetzt als Spieler analysiert werde. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese
Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Wenn es so wird wie bei Heavy Rain, werden alle sterben oder sich danach umbringen. Ich bin da gekonnt drin. Glaub mir. Ich versuche alles gut zu machen, alle tot. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Oh Mann. Wenn das realistisch ist, dann sagt mir dieses Spiel, dass ich nicht lebensfähig bin. Achso. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Es ist multiple. Na, irgendwie. Nervös? Ich bin glücklich? Nee, ich bin eher so okay, nervös. Ehrlichkeit ist gut. Und was daran macht dich denn nervös? Ist es die Scheune oder die Vogelscheuche? Ich verstehe, verstehe. Ich hätte eigentlich die Scheune gewollt, aber... Die Wärst du dann bereit, allein dort zu bleiben für einen gewissen Zeitraum? Für eine Woche, zum Beispiel. Nein. Ach nein? Warum? Weder noch, aber gut. Ich hätte Angst. Ist da denn noch etwas auf dem Bild, das dir Angst macht? Ja. Ja. Interessant. Wenn er mir jetzt aber nicht das Haus zur Wahl gibt. Das Erforschen der Tiefe deiner Ängste doch aufs nächste Mal. Für heute ist die Zeit leider um. Typischer Psychiater. Nach 2 Minuten. Schade. Bitte überweisen Sie 1000 Euro auf mein Konto. Ich muss auch auf meinen Stundenlohn achten. Wenn ich die 20.000 nicht packe. Ja, ich weiß ja, wo die Tür ist. Oh Mann. Okay. Was lernen wir aus dem Prolog daraus? Ich würde sagen, jeder ist sich selbst der Nächste als erstes. Das ist sehr wichtig. Und, ach, man kann nicht jeden retten. Das Schöne ist, ich versuche es bis binnen 2 Tagen komplett durchzuspielen, damit ich am Sonntag, wenn wir das mit Dominik nochmal spielen werden, werde ich mich vielleicht anders entscheiden. Das wollte ich bei Heavy Rain auch versuchen, nur lag da zu viel Zeit dazwischen. Da habe ich viele Entscheidungen vergessen und das ist auch nicht so geil beim zweiten Mal. Entschuldigung. Heute
Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwilling. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab es? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts, behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh. Heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorne. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Oh, es ist ja dieser eine Schauspieler, wo ich gerade keine Ahnung habe, wo der mitgespielt hat, aber er hat ein bisschen was von dem. Meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Also, ich will nur ganz kurz das ansprechen, was... Das Acting ist irgendwie immer so... Ich weiß, ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Bisschen abgehackt. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen. Dem, was und sie haben es gern mit diesen Kopfbewegungen, die dann so sind. Ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Aber vielleicht ist es so. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu soll heißen, trinken und andere Drogen. Und, naja, okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird... Wir reißen das Haus ab. Okay? Ja. Yeah. Die denkt sich, whatever. Aber da meine Maniküre ausgefallen ist... Alles gut. Immerhin kann ich mir sicher sein, dass nichts von hinten kommt. Die Tür immer im Blick habe. Es ist eigentlich interessant mit diesem Totem, wenn die findet, dass man einen kleinen Ausblick kriegt und sich darauf einstellen kann. Dass die Sache vom Spielerischen deutlich fairer macht. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt 20 Minuten hinter uns und es kann nur besser werden. Hoffe ich. Hohoho. Momento mori, 10 Stunden bis zum Morgen. Das ist doch mal eine Ansage. Können wir uns bewegen? Jetzt können wir uns bewegen. Okay, ich wollte jetzt gerade stehen bleiben. Man gönnt mir aber auch nichts in diesem Spiel. Sam, Hannas beste Freundin. Umsichtig, abenteuerlustig, gewissenhaft. Wunderbar. Hallo? Hier stellt sich die Frage... Spielen wir dem Charakter entsprechend? Das ist wahrscheinlich jetzt so ein... Okay, aber hier sieht man schön, dass Licht halt echt viel ausmacht. Kamera. Ja, okay, ich kann die so minimal bewegen. Das ist schon fast nicht ausschlaggebend. Treff, AW Wegbeschreibung Vancouver. Bis zum. Okay, 111B fährt um 17.05 Uhr ab. Okay. Bitte den Fahrer in Blackwood Pines anzuhalten, sonst fährt er durch. Okay.
komme ich da nochmal hin? Oh, Scheiße, lassen wir es. Wie lassen wir es? Okay, man kommt da echt nicht durch. Können wir da. Moment, Kamera. Hochklettern. Sicher. Wir haben es nicht eilig. Klettern. Springen, wir rutschen nur ab und bauen irgendeinen Kack. Ich kenne sie doch, die Frauen. Brechen uns irgendwas. Oder verstauchen uns den Fuß und sind dann nicht mehr so schnell. Deswegen, solange nicht Not am Mann ist, so ist meine Philosophie. Wie ihr da denkt, ist mir egal. Das macht Olli ganz gerne, diesen Gesichtsausdruck. Ein Eichhörnchen. Da ich ruhe auf meinem Schoß, ist das alles wunderbar. Muss man aber auch darauf eingestellt sein, tatsächlich. Okay, nice. R1. Wenn du unsicher bist, was als nächstes tun sollst, kannst du dein aktuelles Ziel durch Drücken der R1-Taste aufrufen. Okay. Gehe zur Seilbahnstation. Nice. Der macht immer so. Okay, das war jetzt schlecht, aber das habe ich gerade eben besser hingekriegt. Es ärgert ihn auch, dass wir uns sehr ähnlich sehen und ihn damit alle aufziehen. Sagt den Tod träumenden voraus. Rote Schmetterlinge warnen vor einer Gefahr. Okay, das kann sehr wichtig werden. Braune Schmetterlinge sagen Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Gelbe Schmetterlinge. Willkommen der Vision. Brachten Träume von Glück und Segen. Okay. Glück, Verlust, Gefahr, Tod. Also schwarz ist ganz scheiße. Rot ist auch nicht so super. Also gelb und weiß. Ja, das. Ja. Mhm. Was? Während du dich umsiehst, kannst du den toten Artefakte entdecken. Okay, gelber. Gelb war was nochmal? Jetzt Moment. Ja, wo ist die Tafel hin? Die Tafel ist weg. Nee, hä? Da ist sie doch. Guidance. Okay. Die Totem-Sachen können wir uns auch immer wieder angucken. Das ist nicht schlecht. Scherzkobold. Oh, das würde Julian gefallen, der Rock. Sehe ich gerade. Er wirft Falten. Herumschnüffeln. Aha. Sieh an, wer da ist. Hey, Schnüffler. Chris. Methodisch beschützt auch der Schwimmer voll. Okay. I'm sorry. Bist du meine Sekretärin? Es hat vibriert. Cool, dann danke fürs Bescheid sagen. Ich übernehme jetzt.
Also, ich habe da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Was könnte das sein? Wenn es eine Toilette ist. Wir gucken uns um. Die meistgesuchten Verbrecher Amerikas? Irgendwer hat das wohl geglaubt. Ach, komm schon, hier kommt doch fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Tada! Ja. Ziemlich krass, oder? Schießstand, ja. Oder? Komm schon, das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay, los geht's. Das liegt da einfach geladen rum, oder was? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. R2. Ja, achso, ich verstehe. Ich muss auf das zielen. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich nicht, Kleine. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Ich hab dich erwischt! Hey, Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Das weiß sie, weil sie auch hinten Augen hat. Oh Gott. Schmetterlingseffekt-Aktualisierung. Okay, jetzt spüren wir ihn. Na, das. Ich mag das mit den Fußspuren im Schnee. Die sehen zwar alle gleich aus. Upsa. Was ist da passiert? Echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Jetzt müsste da hinten jemand stehen oder so. Das wäre geil. Ein Jahr ist kurz. Ja, das nächste Mal keine Tacos zum Frühstück. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Was wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. How to use a key. Man drückt X. Ich mag die Stimmen, ja. Nur, dass sie die männlichen immer so uncharakteristisch machen. Also, das verstehe ich nicht. Kann ich da irgendwie was machen? Kann ich mit ihr interagieren? Ist ein großer Berg. Lass uns. Ja. Tagsüber ist er so schön, aber nachts wirkt er echt bedrohlich. Wie ein schlafender Riese. Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Um zu zeigen, wie reich man ist? Wir sind nicht so reich. Ihm gehört bloß ein Berg. That's right. Die Bahn ist da, aber ich will sehen, was irgendwas passiert doch da. Okay, vielleicht passiert ja auch nichts. Ich
Ich bin enttäuscht. Ich will da noch mal hingucken. So, man hat am Anfang das Innere des Hauses gesehen und das ist wahrscheinlich komisch. Geh mal halt wieder. Endlich, kommst du? Ja, naja, ich Nein. wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber okay. Diese Rucksäcke. Vor allem jeder hat einen ähnlichen. Einsteigen. Wie beim Abschlussball. Und los geht's. Dass der nicht kalt ist, ja, in Strumpfhosen. Auf ins Abenteuer. Nein. Wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig. Also, dass manche Animationen so schlecht sind. Also, klar sind die gut, aber... Nein, nein, es war eine gute Idee. Warum so extrem? Wir werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, ja, oder? Ja, das ist gut. Danke, Bro. Das natürlich cool wirkt. Und er ist so... Wer macht so? Spasten vielleicht. Nichts gegen Spasten, aber... Genau. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh... Streber und Rowdy. ...vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbar. Und bald auch als Freunde. Und das also, ihr habt euch in der Mitte getroffen. Wäre es nicht so gewesen, dass auf jeden Fall. In der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausflug auf die Sportbühne geschaut hat. Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Das ist wirklich krass. Und täglich grüßt das Murmeltier. Und passt ja auf Johnny auf. Wer sitzt denn da? Jess. Mikes neue Freundin. Selbstsicher. Gutgläubig. Respektlos. Respekt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute. Zeit, sie zu begrüßen. Darf ich sie jetzt spielen? Super geil. Okay, begrüßen wir. Beeilen uns ein bisschen, da wir Zeit verloren haben. Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lass uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Nein. Mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey, Chris. Ich tue nur, was Sam mir gezeigt hat. Die privaten Gedanken anderer Leute sind mein persönlicher Spielplatz. Sei nicht so ein Arsch. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris? Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow, Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Ah. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam. Oh, hast du die Aussicht gesehen?
Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Manchmal vergesse ich, dass es auch gute Animationen gibt. Nikes Ex. Ja, und eine ziemliche Bitch, so wie ich das höre. Matt. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Bei der ersten Möglichkeit gehst du drauf, meine Liebe. And that's safe. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh, ja. Es wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Oh, ich laufe gegen die Wand. Das ist ganz natürlich. Oh Gott. Diese Bildschirmtexte können dich auch in drei Worten beschreiben. Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte dir fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zu Ärsche sind hier sehr willkommen. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lass uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt? Boah. Jetzt, was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist, du reagierst immer so. So, so. Michael. Ich spreche es jetzt einfach an, ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Meh. Verstanden. Ich sehe es ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut, wir knutschen ja. Auf jeden Fall. Nein, ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann. Oh Mist. Weird. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann nicht warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Em, ich finde wirklich, du solltest den Pfad nicht allein runterlaufen. Im Ernst jetzt? Es ist kalt und gleich wird's dunkel. Und du beschützt mich dann vor der bösen Dunkelheit. Ich lass unser Zeug hier und komm. Ja. Es klaut schon keiner. Matt, willst du mich veralbern? Das Ganze dauert doch nur 5 Minuten. Willst du mich wirklich ständig bewachen? So war das nicht gemeint. Warum hörst du nicht einfach auf mich? Warum hinterfragst du immer alles, was ich sage? Tut mir leid. Em, ich will doch nur helfen. Wenn du helfen willst, dann bring unseren Kram und alles rauf zur Lodge, so schnell du kannst, okay? Okay. Gut. Was immer du. Like I said. Wir treffen uns oben, wenn ich bei Sam war. Aber später. Wenn du drauf gehst, hab ich's dir gesagt. Just saying. Das ist noch so. Ach, was soll's? Ich versteh's ja doch nicht. Okay. Da hat jemand zu viel Kleingeld. Wer bist du? Ich kann mir doch nicht so viele Leute so schnell merken. Fleißig, neugierig, offen. Das ist wichtig. Da sitzt doch was. Wow, hallo. Oh. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Jetzt komm, die haben nicht miteinander rumgeknutscht, also. Oh Gott! Hey. Oh Gott! Oh, tut mir leid. Tut mir leid, Herr Schiche. Der billigste Schockeffekt ever. Ich wollte dich schon erschrecken, aber
nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay. Schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Irgendwas Spannendes zu sehen? Deine Mutter. Nein, es ist irgendwie kaputt. Man sieht gar nicht richtig, was nur... Was? Ehrlich? Bestimmt sehe ich einen Kern, der einen Fuchs frisst oder sowas. Oder andersrum. Nein, ehrlich, Matt, man kann wirklich kaum was sehen. Ich habe schon Kopfschmerzen, nur vom Reinschauen. Also, nein, nein. Okay. Ah, klar, wenn du sagst. So, welchen Fehler habe ich jetzt schon wieder gemacht? Wahrscheinlich glaubt ihr jetzt keiner mehr. Oh Mann. Nee, aber manchmal ist Unwissenheit ein Segen. So sehe ich das. Und wir müssen ja jetzt nicht noch Unmut schüren. Ich versuche die Leute möglichst Buch lesen. Ne? Nicht immer aufs Handy gucken. Auch mal ein Buch. Wahrscheinlich sieht man bei der Dunkelheit nichts. Das Handy doch besser gewesen. Machst dir die Augen kaputt. Das hast du jetzt nicht getan. Oh! Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Nee. Aber wie von was? Welche Wahl habe Ameisen? Ich als sexy junge Rebellin denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Okay, sie macht's sowieso. Au! Klasse. Ich bin ziemlich gut. Okay, aber Soundtrack ist gerade geil. Hey. Hallo. Komm schon. Wenn wir was aus Heavy Rain gelernt haben, ist Gewinn nicht alles. Hey Mike. Boom, Shakalaka. Okay, jetzt hast du mich. Schon gut. Es ist ein Treffen und getroffen werden. Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenne all deine Tricks. Nein, auf Vögel machen wir nicht. Aber es ist schön, dass das Tutorial davor kommt. Aber treffen tust du mich auch nicht, mein Lieber. Endstation. Hast du mich jetzt flach gelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn es wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Küssen. Wenn ich sie spiele und küsse, wieso macht er da den ersten Schritt? Ich nehme noch was für später auf. Endlose Reserven. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn es hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich meine, zwei Berge hat die ja auch. Oh Mann. In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, nur zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Okay, nice. Wer kommt denn da an? Jetzt kommt der wieder. Das heißt, jetzt ein Abschnitt ist fertig. Gut. Ich würde sagen, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben kaum an der Oberfläche gekratzt in der letzten Sitzung, also gehen wir doch etwas tiefer dieses Mal. Ja, die Scheune auf dem Bild, die macht mir eigentlich Angst. Die Vogelscheuche, mit der bin ich cool. Versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und
Blätter. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Weder noch, Mann. Ja, ich habe tatsächlich etwas Höhenangst. Und ja, ich habe definitiv mehr Angst vor einer Schlange als vor einer Kakarotte. Ah, das ging doch schnell, Leute. Achso. Ja. Waffen sind beängstigend, Messer sind beängstigend. Da ich Waffen nicht so den Draht habe, finde ich Messer eigentlich schlimmer. Kakerlaken machen mir Angst. Ich finde es sehr cool, dass ich so Handschuhe anhabe. Also der Style ist geil. Ihr wollt, dass ich die Vogelscheuche nehme. Wobei ich sagen muss, das Bild, boah, nee, es ist die Vogelscheuche. Ja, ich mach doch. Was ist, Krähen sind beängstigend. Blutekel, ach, ja, Blutekel sind ekliger. Oh. Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Du machst das wirklich gut. Nein. Sei nicht nervös. Das ist richtig gut, ob sie ja. Hier hast du ein Buch, blätter da mal drin. Ich tue so, als würde ich mitschreiben. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Okay. Es ist immer die Schlange. Jetzt komm. Blutegel oder Spritzen? Ich habe keine Angst vor Spritzen. Glaube ich. Auch gut. Oh Mann. Zombies machen mir Angst. Ja, weiß ich nicht. Wenn Zombies real wären. Wölfe? Ich mag Wölfe. Deswegen die Blutekel. Stürme machen mir Angst. Das ist sehr interessant. Blutegel sind immer. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Schlangen, Zombies und Innereien. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Auf jeden Fall. Und es ist Freitagnacht, tatsächlich. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber. Ich verspreche. Ich glaube, das ist auch ein Schauspieler. Ich muss sagen, auch die Qualität hat sich zwar nicht in den Animationen, gegen die habe ich immer noch was, aber so insgesamt bin ich jetzt mittlerweile in diesem Look drin. Ist auch gut. Er stellt sich einfach wieder ins Fenster. Tür! Das ist ein bisschen wie in Alan Wake, da hatten sie sowas auch. Das ist für alle Leute mit Kurzzeitgedächtnis. Abgeknallt. Das Gute ist, mit ihm ist noch gar nichts. Oh. Erstmal muss ich sagen, ja, ich bin super Doppelversagen. Alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erst mal zu Sam. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und ich musste nach hinten. Und neben George, als Banknachbar. Boom. Schmetterlingseffekt. Ah.
Das Wort wird mich aufregen, wie die vorgerade Zeremonie. So, Leute. Kapitel 2 ist angebrochen. Und mit diesem Kapitel werden wir auch unsere heutige Sitzung beenden. Das war's. Erstmal von Until Dawn in meinem Hands-on, wie auch immer man es nennen will. Ich kenne das Spiel, wie gesagt, noch nicht. Ich werde es jetzt gleich im Anschluss weiterzocken. Ihr seht es dann alles in einer Playliste, schön portioniert eben. Und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich in 2 bis 3 Tagen wieder. Je nachdem, wann das Video geschaltet wird. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich so ungefähr einen Rhythmus mittlerweile raus. Den kann ich auch gerne jetzt mal ansagen. Das ist Montag, Mittwoch, Freitag und ist es Samstag oder Sonntag? Da muss ich nochmal nachgucken. Ich glaube, es ist Samstag. Oder war es Sonntag? Da muss ich mich noch entscheiden. An diesen 4 Tagen in der Woche kommen neue Videos raus für euch. Hoffentlich seid ihr dabei und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst und ein Abonnement, falls ihr das noch nicht schon getan habt, damit ihr nie wieder was verpasst. Und ich sehe, euer Interesse ist mein Kapital. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zocken, wie immer. Und ich sage, ich bin raus und sage ciao, ciao.